Ich will heute mal diese Rohre miteinander verbinden, so dass es möglichst filigran und elegant aussieht. Und da ist natürlich immer, wie macht man das? Fängt man jetzt an zu schleifen? Nein, da gibt es eine viel bessere Möglichkeit. Man kann sich das Ganze zusägen. Es ist eine ganz einfache Lösung, funktioniert wirklich super und geht unglaublich schnell. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, ich zeige euch am Anfang heute mal das Ergebnis, dann sieht das schon sehr gut aus. Ist nicht hundertprozentig perfekt, aber dafür, dass man es sehr schnell hinbekommt, ist es wirklich gut. Und zum Schweißen reicht das. Was müssen wir jetzt machen als erstes, damit wir das Ganze schweißen können? Richtig, wir müssen das Ganze erstmal heften, weil sonst fällt uns natürlich wieder auseinander. Wie heftet man das Ganze perfekt? Nicht mit Mack, nicht mit Elektrode, sondern mit Wick. Wick ist wirklich das beste Verfahren, um Bauteile zu heften. Warum das so ist und wie man mit Wick wirklich perfekt heften kann, das erkläre ich euch in diesem Video. Und natürlich werde ich euch nachher auch noch zeigen, wie man solche Rohre so schön, wirklich sehr, sehr schnell zusägen kann. Das bringt uns natürlich erstmal zu der Frage, warum ist Wick eigentlich das beste Verfahren zum Heften? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich kann unterschiedliche Luftspalte haben. Das heißt, ich kann keinen Luftspalt haben, ich kann einen großen Luftspalt haben, ich kann Unterschiede im gleichen Bauteil haben. Wick kann es heften, wenn man weiß, wie das geht. Ich habe hier die Entkopplung zwischen Wärmezufuhr und Zufuhr von Schweißzusatz. Das ermöglicht es mir, sehr flache, sehr kleine, sehr filigrane Heftstellen zu erstellen. Und diese Heftstellen sind dann am Ende des Tages wirklich perfekt, um sie wieder überzuschweißen. Das ist einer der vielen Vorteile vom Wick-Schweißen, diese Heftstellen, die man hiermit ausführen kann. Das heißt, ich kann hier mit viel Zusatz arbeiten, kann richtig dicke, kräftige Heftstellen ausführen und ich kann mit wenig Zusatz sehr, sehr kleine, sehr, sehr filigrane Heftstellen ausführen. Ein weiterer Vorteil von Heftstellen mit Wick ist, dass die Heftstellen wirklich unglaublich flexibel sind. Ich zeige das mal an diesem Beispiel. Das heißt, ich habe das gerade geheftet. Das Ganze ist noch relativ warm. Jetzt kann ich den Hefter wirklich noch biegen. Ich habe da immer noch eine gewisse Beweglichkeit drin. Das habe ich zum Beispiel beim Mack-Schweißen nicht. Beim Mack-Schweißen habe ich in dem Gas einen relativ hohen CO2-Anteil. Dadurch werden die Hefter relativ hart und spröde. Beim Wick-Schweißen sind die deutlich weicher und ich kann wirklich alles noch vernünftig positionieren. An unser Bauteil, wie wir es eben hatten, ich kann also eine Heftstelle machen, kann das Ganze noch leicht verdrehen, kann das Ganze noch leicht im Winkel bewegen. Das kann ich mit dem Mack-Schweißverfahren oder auch mit dem Elektrodenschweißverfahren und damit ausgeführten Heftstellen deutlich, deutlich schlechter. Wir sind uns jetzt einig, dass das Wick-Schweißverfahren wirklich perfekt ist, um sogenannte Stückschweißung, sogenannte Hefter auszuführen. Die Voraussetzung dafür ist immer eine vernünftig angeschliffene Wolfram-Elektrode. Die ist hier mit einem Wolfram-Nadel-Anschleifgerät angeschliffen, braucht man aber nicht, es reicht vollkommen Stein. Ich bevorzuge immer eine Kegellänge von 2x D, das heißt, ich habe hier eine Wolfram-Elektrode mit 2,4 mm Durchmesser. Der Kegel ist dann ungefähr 5 mm lang. So lang lasse ich diese Wolfram-Elektrode hier auch rausgucken, ungefähr 5, 6, 7 mm. Habe dann da eine vernünftige Arbeitslänge, dass ich auch in den Heftbereich richtig reingehen kann. Ich habe jetzt das Gerät auf Viertakt gerüstet, bloß nicht mit Zweitakt arbeiten. Viertakt bedeutet von wegen, ich kann hier gleich auf meinen Taster draufdrücken, dann kommt erstmal ein Startstrom. Der Startstrom ist sehr niedrig gewählt mit 15 bis 20 Ampere, dass ich hier wirklich erstmal nur sehe, wo ist mein Lichtbogen. Und das ist bei einem Profi, der kann diesen Schritt dann natürlich ganz schnell übergehen. Das heißt, er zündet, der sieht, wo das Ganze hingeht und lässt den Taster los, geht in den Hauptstrom, führt den Hefter aus und beendet das Ganze wieder, nützt die Gasnachströmzeit. Der Einsteiger muss sich immer ein bisschen mehr orientieren. Das heißt, man zündet im Viertakt, hat dann den Startstrom, guckt in diesem Startstrom genau, wo man heften möchte, dass man auch wirklich genau an dieser Stelle ist. Erst dann lässt man den Taster los, man geht in den Hauptstrom, man schmilzt das Material auf. Wenn man keinen Luftspalt hat, dann schafft man das problemlos auch ohne Schweißzusatz. Da gibt es noch einen kleinen Trick, dazu kommen wir gleich noch. Man schafft es problemlos ohne Schweißzusatz, wenn man keinen Luftspalt hat. Wenn man einen Luftspalt hat, muss man einen Schweißzusatz verwenden. Man gibt den Schweißzusatz hinzu, verbindet beide Materialien, dann drückt man wieder auf den Taster, geht in den Endstrom, senkt das Ganze langsam ab
und lässt dann den Taster los und nutzt dann wirklich auch noch die volle Gas-Nachströmzeit, dass wir hier einen sehr schön formierten Hefter haben. Je besser der Hefter formiert ist, desto besser lässt er sich hinterher auch überschweißen. Das ist so ganz einfach die Vorgehensweise. Das können wir uns natürlich jetzt nochmal im Detail angucken. Entscheidender Faktor ist dabei auch immer der Schweißzusatz. Ich habe hier einen ganz normalen Schweißzusatz. Das ist 1,6 mm. Das ist schon sehr dünn. Und ich habe hier noch 0,8 mm Schweißzusatz. Das ist von einer Mackrolle. Die Reste, die sammle ich immer. Die kann man wirklich auch wunderbar nehmen. Denn wir wollen ja sehr kleine, filigrane Heftstellen ausführen. Und dafür darf man wirklich nicht so einen dicken Draht nehmen. So ein dicker Draht ist immer dann so, dass man da halt auch ein viel größeres Schmelzbad braucht, um dann wirklich den Zusatz erst zuführen zu können. Und das ist deutlich vorteilhafter, wenn wir hier nur einen sehr dünnen Schweißzusatz nehmen. Das heißt hier in 1,6 mm. Oder im Extremfall für sehr kleine Heftstellen bei sehr dünnem Material hier wirklich nur ein 0,8 mm Mackdraht. Das mit dem Mackdraht, das funktioniert gerade für alle filigranen Aufgaben wirklich sehr, sehr gut. Jetzt nochmal den allerwichtigsten Tipp, wenn man Materialien ohne Zusatz verschmelzen will, beziehungsweise wenn man Heftpunkte ohne Zusatz ausführen will. Ich habe meine Wolfram-Elektrode und meinen Brenner ganz normal so, habe hier einen Abstand 2-3 mm, der ist wirklich perfekt, dass ich hier das Material vernünftig aufschmelze. Jetzt zünde ich und dann passiert es bei vielen, wenn ich gezündet habe, meinen Lichtbogen habe, gehe dann von meinem Startstrom in meinen Hauptstrom, in meinen Schweißstrom, dann schmelzen beide Flanken auf und irgendwann macht es bupp und ich habe ein Loch im Material. Wie hätte man es besser machen können oder was funktioniert richtig gut? Das heißt, ich schmelze es auf. In dem Moment, wo ich es aufgeschmolzen habe, gehe ich nochmal ganz nah ran an das Material. Ich habe jetzt vielleicht so 2-3 mm. Ich gehe dann vielleicht nochmal so auf 1 mm. So einen ganz kleinen Nicker. Ich fokussiere das Ganze in den mittleren Bereich und dann läuft das Ganze zusammen. Einfach mal ausprobieren. Das funktioniert perfekt hier bei solchen Stumpfnähten, funktioniert aber auch perfekt bei Kehlnähten. Dann läuft das Ganze richtig schön zusammen. Das heißt, einfach wirklich kurz aufschmelzen und dann kurz ein bisschen näher rangehen. Muss man mal ein bisschen üben, kann man an so einem Stück hier perfekt üben, macht man einfach mal ringsrum einen Punkt nach dem anderen. Das heißt, von wegen aufschmelzen, kurz etwas näher gehen und das Ganze läuft zusammen. Von den Einstellungen her bewege ich mich immer in dem bisschen oberen Bereich. Ich bin jetzt bei 70 Ampere. Man sieht das, ich habe hier den Viertakt eingestellt. Ansonsten ist das wirklich nichts Besonderes, um vernünftige Hefter auszuführen. Jetzt wird der ein oder andere fragen, du hast doch so eine schöne Spot-Funktion, warum nutzt du die nicht? Das kann ich ganz einfach erklären. Wenn ich solche Bauteile hefte, dann habe ich es zum Beispiel, wie ich es hier mal ausgeführt habe, ich habe Stellen, wo ich keinen Luftspalt habe und ich habe Stellen, wo ich Luftspalt habe. Hier habe ich es natürlich ein bisschen provoziert. Mit einer Spot-Funktion kann ich nur Bauteile zusammen spotten, die wirklich keinerlei Luftspalt haben. Allein wenn ich hier schon säge, kann es sein, dass ich an irgendeiner Stelle mal mit einem Sägeschnitt einen kleinen Unterschied habe und dann habe ich schon ein Riesenproblem. Wenn ich hier mit meiner Methode arbeite, das heißt, dass ich im Viertakt arbeite, dass ich mit dem Startstrom zünde, dann habe ich immer die Möglichkeit, auch mit Zusatz zu arbeiten. Ich gehe meistens sogar so weit, dass ich immer einen dünnen Zusatzgriff bereit habe. Das heißt, dass ich sofort, wenn ich jetzt hier hefte und merke, das Material verschmilzt nicht miteinander, selbst mit meinem kleinen Trick, dass ich hier ein bisschen näher rangehe, nicht verschmilzt, dann gehe ich sofort in den Endstrom, senke also ab, lasse das Ganze in Ruhe absenken, dass sich das Schmelzbad wieder beruhigt, zünde dann wieder neu und hefte dann mit etwas Zusatz. Das funktioniert wirklich super. Mit einer Spot-Funktion habe ich dann Loch. Ich kann dann hinterher mit einer Spot-Funktion anfangen, den Zusatz hinzuhalten. So eine Spot-Funktion hat wirklich viele interessante Ansatzpunkte, wo man sowas verwenden kann. Zum normalen Heften nutze ich das wirklich eher nicht. Ich nutze da immer den Viertakt, das funktioniert deutlich besser. Ich kenne auch niemanden, der irgendwas professionell bearbeitet, der mit einer Spot-Funktion heftet. Es gibt für die Spot-Funktion viele schöne Beispiele. Wir haben da ja auch schon tolle Videos gemacht, ob es die Würfel sind, ob es die verschiedensten Bauteile sind. Ich würde aber immer zum normalen Heften, zum Punkten, würde ich immer den schönen Viertakt empfehlen. Wenn man sich jetzt die Punkte anguckt, die sehen wirklich perfekt aus zum Überschweißen, haben keine Nahtüberhöhung. Hier unten ist es noch ein bisschen warm geworden, da war die Gasabdeckung nicht in dem Bereich richtig vorhanden. Also es ist so ein bisschen blau, das stört mich natürlich aber nicht. Aber ich habe einen wirklich perfekt
formierten Hefter, und den kann ich mit Wick oder mit Mack oder mit jeglichem Verfahren perfekt überschweißen. Der hat keine Nahtüberhöhung, ganz im Gegenteil, der hat sogar so eine leichte Unterwölbung. Und der ist ganz normal auch mit der Technik, die ich eben erklärt habe, geheftet. Schön aufschmelzen, etwas näher rangehen und das Ganze läuft richtig schön zusammen. Das heißt, hier habe ich jetzt zwei richtig schöne Heftstellen, die sind mit Luftspalt ausgeführt. Ich habe hier 2 mm Luftspalt, habe 2 mm Material, das heißt, so ein großer Luftspalt wäre hier überhaupt nicht nötig. Ich habe das jetzt nur mal zur Demonstration gemacht. Wichtig ist dabei wirklich immer, wenn man das Ganze heftet, nur nicht die Routine hat, dann läuft einem das schon mal relativ schnell weg. Und bevor man ein Loch hat, immer wieder den Brenner-Taster betätigen und auf Absenken gehen. Das heißt, man senkt den Schweißstrom ab und kann dann wieder neu zünden und kann den nächsten Versuch starten. Das kann man immer wieder wirklich mit dem Taster hier richtig schön spielen. Immer mal wieder kurz anmachen, kurz ausmachen. Also alles besser, als an das Ganze oder wenn einem das Ganze wegläuft. Ich sammle immer diese ganzen Reste und mit diesen Resten kann man immer noch viel machen. Gerade der Anfänger kann mit diesen Reststücken das Ganze auch so ein bisschen üben. Da kann man üben, von wegen das zu heften und dann auch wirklich zu schweißen. Wenn man sich die verschiedensten Projekte zuschneidet, da entstehen ja immer viele Reste. Warum wegschmeißen? Damit kann man wirklich perfekt üben. Man übt erst so im Schraubstock und dann stellt man sich das Ganze senkrecht hin und dann kann man wirklich in jeglicher Position weiter üben, bis man das vernünftig hinkriegt. Das ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk mit der richtigen Vorgehensweise. Und die Vorgehensweise habe ich euch in diesem Video erklärt. So, jetzt werde ich das Ganze auf die Schnelle heften, was wirklich jetzt auch natürlich kein Akt ist. Ich mache hier seitlich Hefter, links, rechts. Ich mache an der Spitze Hefter. Ich werde erstmal das untere Bauteil natürlich fixieren und dann erkläre ich euch nochmal in Kurzform, wie man sich sowas in sehr, sehr kurzer Zeit relativ gut zusehen kann. Wenn man sich das Ganze so anguckt, dann sieht das wirklich bildschön aus. Sieht in dem ganzen Bereich bildschön aus. Wo man hier hinten ein Defizit hat, ist hier, hat man ein bisschen zu viel Luft. Ja, das Ganze ist jetzt mit dem Winkel vernünftig ausgerichtet. Kann man jetzt schweißen. Wenn ich sowas schweiße, dann schweiße ich es immer nach unten. Immer nach unten zur Spitze. Weil es hier hinten am meisten zieht und wenn man in die Richtung schweißt, dann zieht es in die Richtung wieder zusammen und so verhindert man das Ganze. Ich habe jetzt bewusst hier noch nicht größer geheftet, man kann den Hefter hier noch ein bisschen größer ausführen, das werde ich auch machen, bevor ich das Ganze schweiße, aber ich wollte halt den Luftspalt hier nicht in der Form vertuschen oder irgendwas. Ich finde, so sieht das Ganze wirklich gut aus. Und das kann man sich innerhalb kürzester Zeit wirklich zusägen und das ist so dermaßen einfach. Das Zuschneiden zeige ich euch jetzt einfach mal anhand dieses Schraubstockes hier. Und hier habe ich mal ein Rohr auf 45 Grad abgeschnitten. Das heißt, als erstes muss ich mir den linken und den rechten zuschneiden. Das kann ich immer gleich machen, wenn ich das Rohr im Allgemeinen auf 45 Grad abschneide. Das heißt, ein Element wird einfach um 90 Grad gedreht. 90 Grad in die eine Richtung. Dann wird es abgeschnitten. Wenn das Sägeband jetzt, sage ich mal, so hier lang geht, geht es dann hier lang, schneidet die Seite ab. Ich kann mir jetzt hier eine Linie anzeichnen, damit ich es in der Form nicht verschiebe, wenn ich das als Hilfsmittel haben will und es ganz genau haben will. Auf der anderen Seite kann ich natürlich mir hier auch Achsen anreißen. Ich mache das immer frei Schnauze. Das heißt, das erste Element 90 Grad nach unten, das nächste Rohr, die andere Seite 90 Grad nach oben hier abschneiden. Dann haben wir einmal, zweimal. Und dann brauchen wir noch das obere Rohr, dann läuft es ein bisschen anders. Da habe ich auch wieder meinen normalen 45 Grad Schnitt. Jetzt gehe ich nicht um 90 Grad, sondern gehe nur um 45 Grad. 45 Grad hier, dann wieder zurückdrehen, dann 45 Grad hier. Auch da kann man sich sicherlich Achsen anreißen, dann kriegt man es ein bisschen besser hin, dann verhindert man, dass man hier hinten so einen Luftspalt hat. Da habe ich natürlich nicht hundertprozentig genau gesicht, aber so Pi mal Auge funktioniert das Ganze wirklich auch sehr gut. Ich habe es mir noch nie in irgendeiner Form angerissen, ich bin da ein bisschen bequem. Ich schweiße dann lieber so einen kleinen Luftspalt zu, als dass ich hier irgendwo anfange, mir stundenlang irgendwas anzuzeichnen. Da ist jeder aber sicherlich ein bisschen anders. Wichtigster Themenpunkt war mir mal, dass wir das wirklich das Heften besprechen und das Wickheften ist so eine schöne Sache. Ich habe hier auch wieder so schöne Hefter. Das kann man jetzt problemlos in der Form nachschweißen. Ich kann mir, wenn ich da jetzt Angst habe um den Verzug, kann ich mir ruhig noch ein paar Hefter zusätzlich machen. Das stört mich hinterher beim Schweißen überhaupt nicht.
Und ich werde jetzt anfangen, dass ich mir hier hinten nochmal diese Heftstellen vergrößere, um damit dann auch den Verzug zu minimieren. Und dann kann ich das Ganze schweißen. Und wie gesagt, ich würde immer empfehlen, hier hinten anzufangen und nach unten zur Spitze zu schweißen. An der Spitze habe ich auch extra einen Punkt gemacht, dass einem die Spitze nicht wegläuft. Wickschweißen ist wirklich das perfekte Schweißverfahren zum Heften. Wird auch dementsprechend in vielen Fertigungen dafür eingesetzt. Und viele, die das nicht einsetzen, die wissen gar nicht, was ihnen da entgeht. Ich bin immer der Meinung, man sollte Wickschweißen wirklich immer eine Chance geben. Man sollte das Ganze üben. Und ich habe jetzt hier eine ganze Zeit geheftet. Ich habe keine Absaugung angehabt. Die Werkstatt ist wirklich noch ein reinster Luftkurort. Also das ist auch immer ein Riesenvorteil, der immer übersehen wird. Ich habe noch 2, 3 weitere Projekte mit Wick in Planung, die ich die nächsten Tage erstellen werde, Videos, die ich erstellen werde, zum Beispiel die unglaublichen Vorteile vom Wickschweißen. Und da werde ich nochmal wirklich einiges erzählen. Ich habe mir da viel aufgeschrieben, viel notiert. Das ist wirklich so ein interessantes Verfahren, kann ich wirklich immer nur empfehlen. Übt mal das Wickschweißen, probiert das Wickschweißen. Viele von euch machen das ja schon. Und wie gesagt, dieses Zuschneiden, das ist mal so ein kleiner Tipp. Den wollte ich mal nebenbei raushauen. Ich habe mir den schon länger aufgeschrieben, weil ich das auch schon wirklich sehr oft gemacht habe. Und es ist im Prinzip so einfach und es sieht am Ende des Tages wirklich gut aus. Ich werde das Ganze jetzt schweißen. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.